Servus YouTube, Ivan is back und ich darf wieder mal erneuten wieder WW2 Kampagne wieder begrüßen. Und heute sind wir bei Ardenhofensive. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt angelangt. Gestern waren wir bei, oder gestern, ja gesagt. In der letzten Folge waren wir bei Hügel 493, war auch schon heftig und jetzt sind wir bei, ja, hier angelangt. 25. Dezember 1944. 6 Wochen ist es her, dass Tana getötet und ich befördert wurde. Weihnachten. Wir verschanzen uns in den Wäldern der belgischen Ardennen. Es ist so kalt, dass wir Eiszapfen pinkeln. Das wird ein Kampf. Oh ja. Dann lass mal starten. Mit Tana haben wir unseren Beschützer verloren. Paul, ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Frohe Weihnachten, Tana. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner! Auf Turner! Verdammter Glückspilz. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend, denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, locker! Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund. Ja, dachte ich mir. Sechs Jahre dienten wir zusammen. Sechs. Beschissene Weihnachten. Ja, Weihnachten am Krieg ist nicht gut, ne? Ist nicht schön. Durch. Und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Und Pearson. Alles klar. Stiefel, Kamerad. Sind die neu? Ja. Hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist erfroren. Wenn Pearson nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal kannte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Tolle Weihnachten, was, Männer? Ja. Warum sollte ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln, wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abrieren kann? Scheiße. Hey, hallo, zurück an das MG. Ja, Sergeant. Sergeant, gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Wir haben mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs deine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leer geschossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. Okay. Alles klar. Ja, gut. Und hier? Tap. Ah, da hinten, okay. Munition für alle. Sieh an. Er ist der gute alte Nikolaus. Ja. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße. Deutsche auf dem Hügel. 12 Uhr. Waffe klar. Kenny, knall sie ab. Okay.
Der Couchmesser berichtet niemandem mehr. Die Hölle sind wieder an Macht Nazi vorbeigekommen. Meld dich besser mal beim Kommandozelt. Alles klar. Ey. Da hinten. So. Ich habe eine Überraschung hier. Das ist Hau. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich hatte nicht erwartet. Mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Als Kompanie hat den Kamm ein. Dass sie die kämpfen lassen. Oh ja. Sterben lassen sie uns auch. Gut. Wenn dieser Konvoi durchrollt, wird dir die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämpft. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal einer an. Dennis hat gemerkt, dass ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Unsere Piloten haben schon genug zu tun. Alles klar. Jetzt müssen wir diese Jungs nur noch sicher bis zum Rhein bringen. Ja, wenn noch eine Brücke steht. Rauchgranate! Vorbei? Alles okay? Ich lebe. Klopft uns vor einem Angriff. Wir müssen Pearson finden. Hier lang. Raumpanzer nähern sich und trennen unsere Linie. Das ist ein Funkgerät im Gefechtsstand. Mehr Feuerschutz. Bring ich es zum Lauf. Dein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, verdammt. Benehmen Sie sich wie einer. Ich kann nicht verlangen, dass wir ihn da rausfolgen. Du bist aus Queens. Nichts Neues. Wenn du meinst. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus. Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Alles klar. Ja, ich krieg das hin. So. Wo ist er? In Ordnung, es ist repariert. Fordern Sie Luftunterstützung an. Daniels, ans Funkgerät. So. Rover Joe, Rover Joe. Geht Deckwood White 5. Fordere Luft der Unterstützung an. Ende. Verstanden, Deckwood White 5.
Unsere Flieger unterstützen zurzeit schwere Bomber. Ankunft unbekannt. Ende. 509, hier Kommando. Wir haben eine Notfallanforderung für Luftnahunterstützung erhalten. Übernehmen Sie das nach Erreichen des Zielgebiets. Verstanden. Alles klar, soll ich jetzt fliegen oder was? Soweit die Bomber sicher sind. Großänderung vorgenommen. Noch 3 Minuten bis zur Zielposition. Geschützen bieten Sie uns. Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Flieger Ausweichmittel auf der Platz. Formation halten, nicht bei den großen Flügeln bleiben. Ja, das wäre besser. Fliegen wir zur Spitze der Flugstaffel. Der Flakbeschuss scheint nachzulassen. Die Augen nach Deutschen offen halten. Feinde auf 2 Uhr. Oben. Ich sehe sie! Ich sehe sie! Halten wir sie von den Bombern fern. Formation brechen. Noch eine Gruppe auf 9 Uhr. Nähern sich schnell. Dicke, ist wieder schwer, ne? Das linke Ruder kräft, wir verlieren Höhe! Wir haben einen Bomber verloren! Wir haben keinen sauberen Schuss! Dreh nach rechts ab! Dicke! Zieh nach links, zieh rechts.
Alles klar. Ich soll ich ihm folgen? Kommando hier 509. Bomber sind sicher. Aber es ist leichter als im Panzer zu fahren. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Ende. Robo Joe! Robo Joe! Geht der gut, White 5! Wir werden überrannt! Wo zum Teufel bleibt die Luftunterstützung? Durchhalten, der gut, White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. 50 Meilen, na klar. So, jetzt kommen die Flugzeuge. Ja, ich komme zurück. So, ja, okay. Einen Verbandkasten. Mach ich. So hilft mir noch jemand! Das wird schon wieder! So, jetzt schiebe ich den weiter weg, Alter, und dann geht das. Bringt mich in Deckung! Halte durch, Kumpel! Halten Sie die Baumgrenze im Auge! Munition? Augen auf! Keine Munition. Läuft auf jeden Fall, Alter.
Wenn ich so viele Kills bei Call of Duty machen würde, also online, Alter. Was denn? So. Wo sind die anderen? Da. Daniels, funktioniert das Funkgerät noch? Bestätigt! Wir brauchen einen Luftangriff auf diese Panzer! Die sind schon in Sicherheit. Das ist jetzt egal! Sie sind ungestört! Das ist zu nah dran! Okay. Alles klar, läuft. Beschissenes Weihnachten, ja, läuft. Eine Frage, Corporal. Wie lange hat Pearson schon seinen Verstand verloren? Ich weiß so viel wie Sie. Bestimmt eine Medaille dafür. Das war gar nicht zu übel. Habt Glück, dass wir noch leben. Hier ist erst. Denn jetzt bringen Sie die Deutschen ins Gefangenenlager. Ja, Sarge. Und beeilen Sie sich. Ich kenne diesen Blick bereits. Kurz vor dem Kasserinplatz. Wir sind auf uns gespannt. Obwohl Pearson versucht hat, uns umzubringen, haben wir überlebt und den Konvoi verteidigt. Haben das feindliche Himmelfahrtskommando aufgehalten. Tana wäre stolz auf uns. Alles klar, so. Damit beende ich das Video. Oder diese Kampagne, oder Let's Play, keine Ahnung, wie ihr es so nennen wollt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, was ihr mehr davon sehen wollt. Wie gesagt, so wollt das gemordet. Und ihr habt das letzte Wort. Und ciao.